Ja, herzlich willkommen, Jérôme Florence, der Vertriebsleiter der Firma Sava. Jérôme, herzlich willkommen auch nochmal von mir. Vielen Dank, dass wir auch hier sein dürfen und ja, stell dich doch einfach mal vor. Sehr gerne. Hallo Ron. Ja. Ich bin Jérôme Florence von der Firma Sava, Pumpentechnik AG. Wir sind ein Schweizer Familienunternehmen, heute in der vierten Generation. Und unsere Kerngeschäft sind Edelstahlpumpen herzustellen. Ja, sehr schön. Ich habe gesehen, ihr habt auch schon ein paar sehr, sehr ansehnliche Exponate dabei. Kannst du uns dazu irgendwas sagen? Sehr gerne. Also unsere Spezialität sind robuste Edelstahlpumpen aus dem vollen Material herzustellen. Sonderwerkstoff. Wir verwenden hauptsächlich ein Edelstahl 1,4435 für die Herstellung von unseren massiven Pumpen. Und ja, was uns besonders macht, sind, dass unsere Pumpen sehr robust hergestellt sind, ein hygienisches Design haben und verschiedene Eigenschaften je nach Art von Pumpe haben können. Wir können sehr gerne. Ja, sehr, sehr gern. Ne? Also ich sehe hier schon so die ein oder andere Pharma-Ausführung. Also hier haben wir eine magnetgekuppelte Pharma-Kreiselpumpe der Baureihe LEMP. Ja, das ist eine normal saugende Pumpe für hochhygienische Applikationen gemeint. Mit Klampanschlüsse, Restentleerung, Temperatursensor PT100. Genau. Genau, weil ich sehe schon, ihr seid auch im ATEX-Bereich unterwegs. Welche Klassen sind da theoretisch bei euch machbar? Also wir machen Pumpen für den Exzone 1 und 2, beziehungsweise 11, 12, 21, 22. Das egal, welcher Pumpentyp bei uns. Wir sind in der Lage, verschiedene Ex-Pumpen zu liefern, ganz genau. Ah, sehr gut. Also ich glaube, das ist tatsächlich für unsere Zuschauer doch auch immer ein Thema. Ex-Bereich hat man halt überall, ne? Sei es bei Aromen, Lösungsmittel und so weiter und so fort. Also das ist halt immer wieder ein Fall. Ich sehe gerade, ihr habt dort auch noch so ein paar Seitenkanalpumpen und auch ein sehr, sehr, doch ein älteres Schmuckstück. Ganz genau. Also hier haben wir unsere selbst ansaugende Seitenkanalpumpen als Modell. Was wir hier besonders zeigen wollten, ist, dass diese Maschine zum Beispiel wurde im Jahrgang 1955 hergestellt. Das ist sogenannt ein Oldtimer. Heutzutage sehen sie eher so aus. Sonderausführung mit Edelstahlmotor. Und das wäre die Zukunft. Immer noch die gleiche Maschine. Hier haben wir zukünftig eine Steckwelle für diese Baureihe entwickelt. Und das wollten wir dieses Jahr auf der AKEMA unsere Kundschaft zeigen. Sehr gut. Wofür ist so eine Steckwelle gut? Also wo liegt der Mehrwert für den Kunden, für den Verbraucher nachher? Es ist so, dass diese Pumpe bis jetzt immer mit einer durchgehenden Welle hergestellt wurde. Die Steckwelle-Ausführung macht sehr viel für die Wartungsfreundlichkeit her. Das heißt, die Pumpe wird für die Leute im Unterhalt viel einfacher zu demontieren und wieder zu montieren, ohne dass wir zu spezifische Spiele in der Pumpe, also an diese spezifischen Spiele in der Pumpe aufpassen muss. Dafür ist die Steckwelle eigentlich eine Vereinfachung für die Leute im Unterhalt, meistens. Ja, sehr gut, also da werden die Leute aus der Werkstatt gerade uns wahrscheinlich zustimmen und sagen, ja, sowas will ich haben. Ganz genau, hoffentlich. Ja. So, dann kommen wir zum letzten Stück. Das ist auch gleichzeitig das größte Exponat auf dem Messestand. Ja, Jérôme, was haben wir denn hier Feines? Also, hier haben wir eine magnetgekuppelte LE-Pumpe. Das ist eine Kreiselpumpe, normal saugend, für hohe Systemdrücke gemeint. Diese Pumpe wird auch in eine Ex-Zone eingestellt und die wird in der Wasserstoffindustrie eingebaut. Diese Pumpe ist schon verkauft bei einem namhaften europäischen Hersteller von Wasserstoffanlagen. Ja, und wo genau im Wasserstoffherstellungsprozess wird die dann eingesetzt? Diese wird in eine PEM, Proton Exchange Membrane Anlage, eingebaut. Das heißt, die wird hauptsächlich Wasser fördern. Unter Druck, unter hohe Drücke,
mit zusätzliches Sauerstoff oder Wasserstoff, je nachdem, wo genau in der Anlage die Pumpe angebaut wird. Ja, also vielen Dank, Jerome. Das war doch ein, ja, sehr, also die Exponate sind sehr, sehr schön und vielen Dank für die kleine Tour. Sehr gerne, danke euch. Ja. Ciao.